Hallo YouTube. Ja, kaum fährt er wieder, kann auch gleich arbeiten. Naja, ist für den Eigenbedarf sozusagen. Wie man jetzt von hier aus sieht, sind die vorderen Räder auf dem ehemaligen, naja, so ziemlich auf der ehemaligen Originalhöhe. Hinten hängt da aber ein gewaltiges Stück und da ist nichts im Kofferraum. Irgendwann sind die mürbe. So. Einmal schräg ziehen. Wie man hier sieht, ist die Feder schon oben frei. Jetzt werde ich unten ein bisschen was wegnehmen. Und zwar die Gewinde abflexen. Das hat sich alles aufgelöst da drin. Komische Technik, aber naja. Muss mich nicht weiter interessieren. Ich muss den Scheiß nur abkriegen. Ja. Dafür werde ich ihn wahrscheinlich noch ein bisschen weiter kippen müssen. Ich habe nämlich keinen Bock, das Ding auf die Birne zu kriegen. Ja, Getriebe. Kardanwellen. Vorne, hinten lösen. Aber nicht heute. Nee. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das läuft nicht weg. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Eine Feder haben wir schon draußen. Und die hier brauche ich jetzt mal langsam. Ja, okay. Dann werde ich jetzt mal Werkzeug besorgen und dann geht das los. Hallo YouTube. Ja, wie man dort sieht, es wird gearbeitet. Unter vollem Arbeitsschutz. Inklusive Strickmütze. Ja, die hinteren Federn sind dran. Meine Frau ist hier gerade am Drahtbürsten. Natürlich, wie gesagt, Arbeitsschutz geht vor. Ne? Schutzbrille, Maske, nicht, dass man sich bei der Bohrmaschine mit Corona ansteckt. Und die obligatorische Strickmütze. Ja. Ja, die hinteren Federn möchten wir auch ganz gerne ein bisschen versiegeln. Die sollen ja noch ein paar Tage länger drin bleiben. So, ich bin nämlich gerade dabei. Die alte Feder ist raus. Ja. Die neuen Federn, ich habe die aus dem anderen ausgebaut. Ja, ich bin gerade dabei. Licht an. Die Federaufnahme. Ordentlich zu versiegeln. Na, doch nicht hier um die Ecke reingekommen. Okay, ich tupfe das gleich nochmal aus. Entschuldigung. Ja. Nee, das trocknet gleich noch vor sich hin. Das muss ich dann noch ein bisschen wegtupfen da oben in der Ecke. Dann kommt Fett rein. Unten die Aufnahme ist auch versiegelt, freigebürstet, versiegelt, ja, perfekt, ja. Ich bin ja noch dabei, irgendwo eine Schlumpfmütze oder sowas in der Richtung brauche ich noch. Für Leute, die klein sind und da arbeiten. Ja, wie man jetzt sehen kann, steht jetzt auf vernünftiger Höhe. Zusätzliche Erhöhung habe ich weggelassen. Da ist alles schön fettig. Hm? Ja. So, wir haben immer noch keinen Auspuff. Das werde ich jetzt mal ändern. Alles andere hier ist soweit fertig. Hört sich allerdings immer noch an wie ein Traktor. Ist ja auch einer, aber naja, soll ja nicht so bleiben. Deswegen steht er jetzt hier auf den Böcken. Dann kann man etwas angenehmer darunter arbeiten. Ja, er wird langsam. Ne? Und wir können endlich wieder arbeiten, das nervt.
So wahnsinnig. Jedes Mal, wenn einer anruft, so von wegen, ja, ich müsste das Auto von da. Nee, geht nicht. Nee, nee. Nee. Der Trailer gammelt auch noch auf der Wiese rum. Da fällt mir ein, der Wagen hier muss im Juni zum TÜV. Ja, ich denke mal, jetzt ist nichts mehr dran. Aber so gar nichts mehr. Gleich mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, alles trocken. Außer das diverse Fett, was hier drauf sitzt. Aber das ist ja durchaus absichtlich, also von daher nicht schlimm. Hier vorne auch nochmal sauber machen. Das ist vom letzten Kühlerausbau. Ich habe ja nochmal nachkontrolliert, wegen Zahnriemen etc. Steuerzeiten und so weiter. Ja, ich denke an Unterbodenwäsche. Und dann sollte das erledigt sein. Ja. Ist eigentlich kein Streichelauto. Aber ab und zu können wir ihm ja auch was gönnen. Ne? Okay, ich suche mal den Auspuff zusammen. Mal schauen, was ich da hinkriege. So, ich denke, wir sind soweit fertig. Auspuff ist auch angeschlossen. Ein bisschen umgeschweißt, damit man nicht immer die Getriebetraverse rausnehmen muss für den Auspuff, für den Ausbau. Wie gesagt, auf die Höherlegung hinten habe ich verzichtet. Reicht auch so. Muss ja nicht unbedingt einen halben Meter Bodenfreiheit haben. Höher im Wind heißt auch mehr Verbrauch, ne? Und die Anhängerkupplung können wir dann auch nicht mehr gebrauchen. Ich habe eine Höhenverstellbare, aber die klappert ganz elendig. Ja, wir holen uns jetzt eine Pizza. Bis später. So, ich denke, das Projekt ist abgeschlossen. Fährt, bremst, lenkt, liegt vernünftig auf der Straße. Hier und da noch so ein paar Kleinigkeiten, aber das ist Pillepalle. Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich denke, er ist wieder nutzbar. Er läuft. Er ist jetzt gute, na, 6, 7 Zentimeter höher als vorher. Also von der Karosserie her, die zusätzliche Erhöhung habe ich rausgelassen. Wir müssen auch ab und zu mal in Tiefgaragen fahren. Und das geht überhaupt nicht. Jeder, der ein T4 weiß, der T4 fährt, der weiß, dass kennt das Problem. Und das Auto ist mittlerweile höher als ein T4. Also als ein normaler Standard T4, ne? Also ich bin 1,97 m und ich gehe dem Auto bis hier. Also er ist über 2 Meter hoch. Das ist schon gewaltig. Also das reicht auch gerade so, ne? Also mit 2,10 Meter für eine Tiefgarage, ich denke, das ist Standardmaß. Und das läuft auch noch ganz gut. Einsteigen geht gerade noch so. Oh. Man muss halt schnell sein. Ja, das ist jetzt. Moment, hier halte ich dann. Das ist jetzt die Einstiegshöhe. Ja, das ist schon gewaltig. Ja. Eine Frau möchte eine Leiter. Ja, nein, geht gerade noch so, ne? Am Lenkrad festhalten, abstützen, Hintern rein, dann geht's. Sitze habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wie gesagt, das sind alles noch so Kleinigkeiten.
Ja, das soll jetzt nicht mehr so wahnsinnig, das wird jetzt auch nicht mehr wahnsinnig interessant. Er fährt, wir sind jetzt 80 Kilometer gefahren. Und schaltet, bremst, lenkt, rutscht nicht von der Straße. Das Fahrwerk ist jetzt sehr straff, gefällt mir ganz gut. Diese Eierei von vorher, das war unangenehmer, wenn das Auto ständig so schwankt. Das haben Geländewagen im Allgemeinen das Problem. Ich habe mal einen Wrangler gehabt. Wenn man da eine Vollbremsung hingelegt hat, ist man überall gewesen. Aber nicht mehr auf der Straße, nicht mehr auf der Spur, die man haben wollte. Ja, und wie gesagt, die Anhängerkupplung ist weiterhin nutzbar. Aufgrund der Höhe. Wäre das mit der anderen Höherlegung. Es gibt, wie gesagt, noch eine Adapterplatte für hinten. Die habe ich rausgelassen. Und dann funktioniert es auch mit der Anhängerkupplung. So, ein bisschen beobachten, ob der Trailer noch gerade steht. Ansonsten muss ich wahrhaftig die andere einbauen. Ja, wie man sieht, alles freigeräumt. Zumindest, dass der Wagen hier drin stehen kann. Es regnet schon wieder wie Schwein. Ja. Waschanlage hat er auch abgekriegt. Mit Unterbodenreinigung und so weiter. Hat sich total gelohnt. Ja, naja, wie gesagt, das ist jetzt Abschluss dieses Projekts. Und ich denke, ich werde das Video gleich mal hochladen, damit ihr Dienstag was zu gucken habt. Also morgen. Verdammt, ich vergesse die ganze Zeit, dass Montag ist. Ja, damit ihr morgen was zu gucken habt. Sonst wird es langweilig, finde ich. Ja, also wie gesagt. Das nächste Auto steht an. Welches weiß ich noch nicht. Muss ich mal durchrechnen, welches schneller fertig ist. Ich tippe mal der Astra. Bremsen sind da, Zahnriemen ist da. Ist eigentlich alles da. Da sollte jetzt nicht mehr viel passieren. Aber wie gesagt, ich werde vorher erstmal hier alles, ne, aufräumen. Die ganzen Schrauben. Übrigens, bei jedem Zusammenbau bleibt eine Schraube übrig, ne? Eine. Klar, wir haben noch ein Auto geschlachtet, ne? Deswegen der Schraubenhaufen. Nee. Ich denke, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Restwoche. Viel ist es ja nicht. Ein paar Leute haben ja Glück und haben Ferien. Schrägstrich Urlaub. Ich werde mich hier morgen hinsetzen und die ganzen Land Rover Teile, die ich ausgebaut habe, ne, kommen ins Regal und so weiter und so weiter. Die ganzen Schrauben, ich will eine eigene Land Rover Kiste für Schrauben aufmachen, damit ich nicht, damit ich immer einen Wolf suche, wenn mal irgendwelche Schrauben nicht da sind. Dann hat man die alle nochmal da. Ja. Werkzeug USW. Muss alles wieder schön arbeitsfähig aufgeräumt werden. Wie gesagt, ich veranstalte ein riesen Chaos. Jedes Mal, wenn ich irgendwas repariere. Nach der Reparatur räume ich das alles wieder auf. Und dann geht es in die nächste Reparatur. So arbeite ich halt. Wem es nicht gefällt, räume halt auf, statt zu reparieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wie gesagt, eine schöne Woche.